Stefan gegen Hans-Martin. Und wir spielen als drittes Spiel Fußball. Und unser Ex-FIFA-Schiri Jürgen Aust ist bei uns. Hallo Jürgen. Guten Abend. Das sind die Herren. Noch nie war ich so froh wie heute, dass du bei uns bist, weil die hacken sich, glaube ich, gleich so dermaßen in die Füße. Die hauen sich schon die Klöppel kaputt. Ihr müsst aufpassen, ne? Also keine Verletzung, sonst kommt auch Jürgen mit den Karten. Ich spiele 1 gegen 1, 4 Minuten lang. Der Ball darf zu keinem Zeitpunkt mit der Hand gespielt werden. Bei Handspiel oder Vereiteln einer klaren Torchance oder bei grobem Foulspiel gibt es Strafstoß. Strafstoß sieht wie folgt aus, Jürgen. Ja, hier haben wir die Strafstoßmarke. Und wichtig ist, der Torwart muss die Hände hinter dem Rücken halten. Also es darf nicht mit der Hand gehalten werden. Genau so. Also so ist auch hinter dem Rücken, wenn ich mich so hinstelle. Ja. Ganz, wie beim Eisfußball. Ganz wenn du meinst, das sieht gut aus, darfst du das auch machen. Ja, also hinter dem Rücken. Nach einem Tor warten auf den Pfiff, wenn Jürgen Aust das Spiel wieder freigibt. Und wer nach Ablauf der 4 Minuten die meisten Tore geschossen hat, gewinnt das Spiel, ganz logisch. Bei Unentschieden gibt es 1 Minute Verlängerung, Stefan. Nicht Sudden Death, du erinnerst dich. Ja, ich erinnere. Verlängerung, das heißt, 1 Minute wird komplett gespielt. So, Münze brauchen wir noch zum Entscheiden. Schwarz oder rot? Schwarz. Ja, direkt hinterm Ball, kann man es gut sehen. Ist es rot? Ja, ich nehme den Ball. Seite? Stehen bleiben oder? Wechseln? Ich gehe hin. Okay, dann geht es los. Jacken aus, könnt ihr machen. Können wir die abnehmen? Ja, gibt her. Die Mikros auch, die behindern hier. Nee, die Mikros, weil wir wollen euch ja hören. Okay. Es ist eine Fernsehsendung, Hans-Martin. Achso, ja, ihr müsst auch noch raus. Ich muss die Hose noch mal enger machen. So. Ja, komm, dann kannst du mal den Ball nochmal geben. So, Ball zurück. So, gehst du in deine Hälfte? Hörst du auf den Schiri? Spiel 3, Fußball, bitteschön. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der eisenharte Verteidiger Hans-Martin und Raab versucht es gleich per Bande hier. Also das ist natürlich eine ganz besondere Form von Fußball. Hans-Martin gleich mit vollem Einsatz. Raab muss da jetzt aufpassen vor dem eigenen Tor. Dann mit der Bande ins Tor von Hans-Martin. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit ganz normalem Kicken hier. Und jetzt legt er ihn sich fast selbst rein, indem er den an die Bande neben Raabs Kiste schießt. Jetzt will er tunneln. Und ein Techniker, das haben wir hier beim Linksschuss gesehen, wird da wahrscheinlich wirklich nicht mehr Hans-Martin. Er weckt, versucht das zwar zu überspielen, aber er wirkt ein bisschen nervös, der Kandidat. Und Raab kennt ja diese Situation und macht das abgezackt mit der Bande. Kennt das ja vom Eisfußball. Stefan Raab. Er ist kein wirklich guter Kicker. Er ist auch nicht so athletisch wie Hans-Martin, aber er ist trotz des IQs des Kandidaten im Moment der cleverere Spieler. Und da ist das nächste Tor. Oh, 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 Hans-Martin. 3 Minuten, das ist noch viel Zeit, aber er liegt 0-3 zurück. Jetzt muss er mal ausspielen da. Aber technisch ist das nicht gerade Diego-like, was wir da sehen von Hans-Martin. Was war das jetzt? Heide Witzka, also das ist ausbaufähig. Und jetzt schießt er sich fast selbst rein. Also er spielt hier fast alleine gegen sich. Stefan kann da in seinem eigenen Tor stehen bleiben und macht das ganz geschickt. Aber jetzt der erste Treffer des Kandidaten. Aber die Zeit sagt noch 2:30 und Raab lässt sich viel Zeit hier genau in die Lücke mit Vollspann. Nur noch 3:1 für Raab. Das ist Standfußball, was Stefan Raab da spielt. Nur auf Absicherung des eigenen Tores bedacht. Und dann immer entweder auf diese Dinger von Hans-Martin hoffen oder aber per Bande einschieben. Und jetzt kommt der Kandidat auf 2:3 ran. Und es sind noch lange, lange 2 Minuten. Also Raab, jetzt müsst ihr mal ein bisschen was machen, aber er wird es wieder über die Bande versuchen. Ja, aber das funktioniert natürlich nicht jedes Mal. Und jetzt wieder Hans-Martin und, na, da klärt Raab aber in letzter Sekunde. Erste Scheinwerfer ist kaputt hier im Studio. Kein Problem, da gibt es noch ein paar andere. Für Stefan. Aber vorgehalten. Du hast ihn geklammert. Hä? So, weiter geht's. Jetzt diskutiert er mit dem Schiedsrichter. Das sollte er lassen, sich auf sein Spiel konzentrieren. Er ist ja wieder im Geschäft hier. Ja, Stefan Raab, das ist jetzt zu passiv. Und Hans-Martin kommt schon wieder. Also kaputt dürfte Stefan nach diesem Fußballkick eigentlich nicht sein. Mann, Alter, Junge. Pure Abwehrschlacht von Stefan. Was macht Hans-Martin? Ja, er lässt ihn weiterkommen. Und jetzt der Ausgleich. 3:3. Es sind noch 70 Sekunden. Stefan hat den Ball.
Jetzt zieht sich Hans Martin zurück. Also, das ist eine interessante Situation jetzt. Ja, was macht Stefan? Noch 50 Sekunden, 50 Sekunden. Also Hans Martin, der hat die Ruhe weg. Schiedsrichter Aust. Lässt die beiden gewähren. Er lässt die beiden gewähren. Hans Martin setzt Stefan auch nicht unter Druck. Der hat alle Zeit der Welt. Lässt die Uhr runterlaufen. Aber was macht Hans Martin? Komm doch. Und die Zuschauer sind unzufrieden. Aber das liebt er ja, Stefan Raab. Jetzt macht er ein Tänzchen da. Er will hier die letzte Chance, den letzten Schuss haben. Hans Martin bleibt in der Kiste. Also das ist ein kurioser Verlauf dieses Fußballspiels hier. Bin mal gespannt, ob das gut für einen der beiden ausgeht. Noch 12 Sekunden. Jetzt muss es langsam zum Abschuss gehen. 8 Sekunden noch. 6 Sekunden noch. Ja, das wäre ein Ding jetzt. Unglaublich! Und das Spiel ist aus. Das Spiel war vorher, glaube ich, aus. Ja, genau richtig gemacht von Raab. Bis zur entscheidenden Situation gewartet. Gemacht. Gewonnen. Oh, ja! Das Tor war deutlich nach dem Abpfiff. Jetzt reicht's schon. Deutlich nach dem Abpfiff das 4:3, beziehungsweise 4:4. Das heißt, der 4:3-Sieg für Stefan. Ich möchte mich nochmal für das unattraktive Spiel entschuldigen. Aber unglaublich. Taktik führt manchmal auch zum Erfolg. Deswegen muss man, wenn man 30 Jahre älter ist, ein bisschen auch mit dem Kopf spielen. So, das nur mal zu Ihrer Information. Es war ja auch Bestandteil der Regeln. Man hätte ja angreifen können. Auch das ist ja beim Fußball erlaubt. Er hätte ja angreifen können. So, das heißt Punktevergabe an dieser Stelle. Es ist ein weiterer Sieg für Stefan. 6:0 jetzt gegen Hans Martin nach Spiel Nummer 3.